Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Musculus, die da den Titel trägt Gliedergürteldystrophie. Das ist ein kompliziertes Wort, aber wir haben jemand hier, der uns das genauer erklären wird, worum es denn dabei eigentlich geht. Herzlich willkommen, Herr Professor Volker Straub. Ja, einen schönen guten Tag und hello. Was ist denn die Gliedergürteldystrophie und welche Typen gibt es? Also der Begriff Gliedergürteldystrophien, der ist zum ersten Mal in den frühen 50er Jahren benutzt worden von John Walton. Eigentlich mehr, um diese Erkrankung von anderen Erkrankungen abzugrenzen. Das war also alles, was nicht Duchenne-Muskeldystrophie ist oder facioscapulohumorale Muskeldystrophie ist oder spinale Muskelatrophie ist, hieß irgendwie Gliedergürteldystrophie. Und das steckt eigentlich im Namen drin. Das sind die Gliedergürtel, das ist der Schultergürtel und der Beckengürtel und die Muskulatur, Gliedergürtelmuskulatur. Und Muskeldystrophie impliziert, dass es fortschreitend ist. Also das sind Patienten, die präsentieren mit einer Schwäche im Bereich vom Schulter- oder Beckengürtel und das fortschreitend. Und die verschiedenen Typen, die es da gibt, sind primär unterteilt nach dem Erbgang. Es gibt sogenannte autosomal-rezessive Gliedergürtelmuskeldystrophien und autosomal-dominante Gliedergürteldystrophien. Bei den Dominanten heißt das, dass der betroffene Patient ein 50-prozentiges Wiederholungsrisiko hat, für die Kinder auch betroffen zu sein, egal ob männlich oder weiblich. Und bei den Rezessiven ist der Erbgang etwas komplizierter, da ist das Wiederholungsrisiko 25%. Und das sind so die beiden großen Kategorien. Und innerhalb dieser beiden Kategorien, autosomal rezessiv und autosomal dominant, gibt es ganz viele unterschiedliche Formen aufgrund unterschiedlicher Gene, die betroffen sind. Insgesamt kennen wir derzeit etwa 30 verschiedene Formen von Gliedergürteldystrophien. Die meisten von denen, etwa 90%, sind autosomal rezessiv und etwa 10% sind autosomal dominant. Eine Frage, die vor allem Betroffene dann immer wieder sehr interessiert: Was sind denn die Symptome einer Gliedergürteldystrophie? Also auch wenn der Name Gliedergürtelmuskeldystrophien impliziert, dass die Schultergürtelmuskulatur und die Beckengürtelmuskulatur primär involviert sind, so hatte ich ja gesagt, ist das ein bisschen so ein Sammeltopf von einer ganzen Menge von Erkrankungen. Und häufig haben die Patienten auch Schwäche im Bereich der Arme, im Bereich der Beine. Und das kann auch in die sogenannte distale Muskulatur gehen, also die Muskeln, die am weitesten vom Rumpf entfernt sind. Typischerweise ist die Gesichtsmuskulatur nicht betroffen. Das, was aber ganz entscheidend ist und warum auch die Differentialdiagnose so wichtig ist, ist, dass die Herzmuskulatur involviert sein kann, teilweise schwer, und auch die Atemmuskulatur. Das unterscheidet sich von Gliedergürtelmuskeldystrophie zu Gliedergürtelmuskeldystrophie. Und deswegen ist es wichtig, dass man nicht nur auf die Skelettmuskulatur achtet, sondern auch weiß, wann muss ich nach einer Herzschwäche gucken. Idealerweise bevor der Patient irgendwelche Symptome hat, denn da kann man effektiv behandeln. Also die Symptome neben der Skelettmuskulatur können den Herzmuskel beeinflussen und die Atemmuskulatur und können im fortgeschrittenen Stadium letztendlich alle Muskeln betreffen, mit Ausnahme der Gesichtsmuskulatur. Viele Patienten, die wir zur Abklärung sehen, die kommen zuerst mit Beschwerden beim Aufstehen, beim Treppensteigen, dass sie plötzlich nicht mehr so leistungsfähig im Sport sind. Und für mich als Kliniker ist immer die Frage wichtig: Treppe rauf, geht das noch ohne am Geländer festhalten? Wie sieht's aus mit Fahrradfahren, wenn es berghoch geht? Also besonders das ist schwer für Patienten, die eine Becken
Gürtelschwäche haben oder wenn man Arbeiten verrichten muss, wo die Arme oberhalb des Kopfes eingesetzt werden, Glühbirnen eindrehen, schwere Bücher aus dem Schrank holen oder Koffer hochheben. Das ist dann, wenn die Schultergürtelmuskulatur betroffen ist. Das sind häufig die ersten Symptome. Kann man sagen, welche Altersgruppe am meisten davon betroffen ist? Dadurch, dass die Gliedergürtelmuskeldystrophien 30 verschiedene Formen umfassen, ist das Spektrum von Symptombeginn sehr unterschiedlich. Es gibt einige, die fangen im frühen Kindesalter an und grenzen sich ab so von den kongenitalen Muskeldystrophien häufig dadurch, dass die Patienten eigentlich immer gehfähig sind am Anfang. Das ändert sich im Verlauf der Erkrankung. Und dann gibt es andere Gliedergürteldystrophien, wo der Beginn im Erwachsenenalter oder auch im Teenage-Alter liegt. Einige Formen, bei denen Symptome erst in den späten 30er, 40er Jahren anfangen. Also das Spektrum ist sehr weit und man kann nur aufgrund des Beginns der Symptomatik nicht notwendigerweise auf die Gliedergürteldystrophie schließen. Das sollte vielleicht noch hinzugefügt werden, dass die Differentialdiagnose sehr breit ist. Man muss nicht nur an die verschiedenen Formen der Gliedergürtelmuskeldystrophien denken, sondern auch an andere Erkrankungen. Insbesondere wichtig ist, dass die Becker-Muskeldystrophie als erstes ausgeschlossen wird, wenn es sich insbesondere um Männer handelt, aber auch symptomatische Überträgerinnen von Duchenne und Becker-Muskeldystrophien bilden eine Differentialdiagnose. Und die sind häufiger als manche von den seltenen Formen der Gliedergürtelmuskeldystrophie. Wo wendet man sich denn im Verdachtsfall hin und wie erfolgt die Diagnostik? Also es ist so, dass die Symptome Schwäche ja relativ unspezifisch sind. Und häufig ist es so, dass die Patienten zuerst zu ihrem Hausarzt gehen und dann eventuell zum Neurologen überwiesen werden. Das, was wichtig ist, um an eine Muskeldystrophie zu denken, ist, dass man früh eine CK, Kreatinin-Kinase-Bestimmung macht im Blut. Die zeigt hohe Werte und damit Muskelschädigung. Es ist so, dass bei manchen von diesen Erkrankungen die Diagnose lange verschleppt wird. Denn letztendlich aufgrund der Seltenheit der Erkrankung ist die Diagnose schon dem Experten überlassen. Und deswegen würde ich immer empfehlen, bei Verdachtsdiagnose Gliedergürtelmuskeldystrophie möglichst früh jemanden zu sehen, der sich bei genetischen Muskelerkrankungen auskennt, also entweder bei dem neuromuskulären Neuropädiater oder beim Neurologen, je nach Alter des Patienten. Denn in der allgemeinen Neurologie oder beim Hausarzt ist es schwierig, an diese ultraseltenen Erkrankungen teilweise zu denken. Wie verläuft denn in der Regel die Erkrankung und wie beeinflusst das das Leben der Betroffenen? Also wenn jemand die Diagnose Muskeldystrophie hört, ob das nun Gliedergürtelmuskeldystrophie ist oder Beckermuskeldystrophie oder eine andere Form von Muskeldystrophie, dann ist natürlich immer dieses Bild vor einem, wann werde ich im Rollstuhl sitzen? Und auch eine wichtige Frage, hat das Auswirkungen auf meine Lebenserwartung? Und obwohl das für den individuellen Patienten immer schwer zu beantworten ist, muss man sagen, dass für viele Patienten die Erkrankung zur Gehunfähigkeit führt und dadurch zur Rollstuhlpflichtigkeit und dass die Lebenserwartung insbesondere davon abhängt, ob der Herzmuskel und die Atemmuskulatur betroffen sind. Bei manchen Formen ist die Herzmuskulatur schwer betroffen, zum Beispiel bei der Gliedergürteldystrophie
R9 oder früher hieß das auch 2i, die Nomenklatur ist nicht immer einfach zu verstehen. Und die Lebenserwartung hängt da wirklich davon ab, wie schwer der Herzmuskel betroffen ist und wie effektiv der behandelt werden kann. Für andere Gliedergürtelmuskeldystrophien ist die Lebenserwartung normal, auch wenn man rollstuhlpflichtig ist und die Bewegungsfähigkeit deutlich beeinträchtigt ist, heißt das nicht, dass deswegen die Lebenserwartung betroffen ist. Also deswegen umso wichtiger nochmal immer daran denken, dass man Herz und Atmung überprüft. Gibt es eigentlich medikamentöse oder andere Therapien? Was die Versorgung der Patienten angeht, so gibt es effektive Versorgungsmöglichkeiten, die primär symptomatisch sind. Derzeit gibt es keine kausale Therapie, die zugelassen ist. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Aber es gibt viel, was Versorgungsstandards angeht, insbesondere bei den Gliedergürtelmuskeldystrophien, wo der Herzmuskel betroffen ist, frühzeitig kardioprotektiv, also den Herzmuskel schützend zu behandeln. Da gibt es effektive Therapien. Wenn die Atemmuskulatur betroffen ist, gucken, dass man Symptome von möglichen Lungenentzündungen frühzeitig antibiotisch behandelt, dass, falls notwendig, man frühzeitig mit Beatmung, nicht invasiver Beatmung beginnt. Was Physiotherapie angeht, dass man versucht, Gelenkkontrakturen zu vermeiden oder möglichst in Grenzen zu halten. Bei den Formen, die im Kindesalter anfangen, muss man auch auf eine Skoliose achten. Also das sind alles symptomatische Maßnahmen, wo es wichtig ist, dass der Patient auch langfristig immer wieder einbestellt wird und man sowohl was den Bewegungsapparat angeht, als auch Atem- und Herzfunktion untersucht. Ich hatte gesagt, es gibt keine kausale Therapie, die zugelassen ist. Es ist aber so, und das ist wirklich erfreulich und stimmt mich hoffnungsvoll, derzeit klinische interventionelle Studien, insbesondere was die Gentherapie angeht, aber auch über die Gentherapie hinaus, spezielle medikamentöse Studien, die spezifisch für manche von diesen Gliedergürteldystrophien sind. Es ist daher auch wichtig, um auf die Frage zurückzukommen, wen sieht man am besten und an wen sollte überwiesen werden, dass man da mit dem Experten spricht, denn die klinischen Studien sind auf wenige Zentren beschränkt, aber die Patienten sind selten und wir sehen das jetzt, dass auch Patienten über nationale Grenzen hinaus rekrutiert werden in klinische Studien. Es gibt derzeit für mindestens 3 Gliedergürteldystrophien klinische Studien, wo es um eine Genersatztherapie geht. Es bleibt abzuwarten, wie erfolgreich und wie sicher diese Therapien sind. Das, was mich positiv stimmt, ist, dass diese klinischen Studien von der Industrie initiiert sind. Und das zeigt, dass es auch ein kommerzielles Interesse gibt. Patienten mit solchen super seltenen Erkrankungen haben oft zu Recht Bedenken, wer interessiert sich denn für meine Erkrankung? Aber bei den Gliedergürteldystrophien sehen wir jetzt, dass die Industrie interessiert ist. Und ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Jahren noch deutlich mehr klinische interventionelle Therapiestudien sehen werden. Lieber Herr Professor Straub, vielen Dank für Ihre Expertise und alles Gute. Und ich bin überzeugt, wir werden uns wiedersehen. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite für das freundliche Gespräch. So, das war's auch schon wieder für heute. Diesmal zum Thema Gliedergürteldystrophie. Wenn Sie das Thema weiterhin interessiert, sehen Sie doch bitte einmal auf unserer Homepage nach www.muskelforschung.at. Dort finden Sie sicher auch einige interessante Links, unter anderem auch natürlich einen Link zum Spenden, wenn Sie das Bedürfnis dazu haben. Ansonsten beteiligen Sie sich gerne an unseren Diskussionen im Kommentarbereich. Weitere Informationen finden Sie natürlich auch in der Infobox unter
diesem Video. Und bitte denken Sie immer dran, Wissen hilft.